Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich stelle gerade noch mal ein paar Flitches her. Ich weiß nicht genau, also wie ich das bezeichne, wieder rohe Bretter vielleicht. Man kann ja auch noch schönere herstellen, aber das sind halt grobe. Und davon haben wir jetzt 13 Stück. Wir wissen immer noch nicht, wie wir Nägel herstellen. Das haben wir hier noch nicht gefunden, aber ich werde jetzt eins von diesen Dingern mal freischalten. Und ich weiß nicht, Fett und Blut oder zuerst die Knochen und die Haut. Ich glaube, ich nehme das mal zuerst. Kriegen wir noch ein paar mehr Ressourcen, die wir vielleicht verkaufen können. Nur vielleicht, aber ich bin fast sicher. Na, sammle das ein. So. Oh nein, den Baum wollte ich nicht... Ja gut, jetzt fällen wir ihn. So, und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir aber auch eben die Stämme rübertragen. Und wie wir sehen, werden die hier beim Sägeblock automatisch hier entnommen, weil wir hatten hier ja schon drei liegen. Lag jetzt nur noch einer drin. Und beim Herstellen der Flitches wird es also da rausgenommen. Das ist, hoppla, das ist gut zu wissen. Ich meine, dass vorhin schon die Glocke geläutet hat. Es müsste eine Leiche angeliefert worden sein. Und jawohl, da liegt eine. Verzeiht bitte. Dann können wir direkt mal schauen. Ja, jetzt kriegen wir diese ganzen Teile raus. Und wir müssen für jeden einzelnen Posten arbeiten. Na wunderbar. Das geht bestimmt irgendwann auch schneller. Wir nehmen das jetzt mal auf uns, damit wir diese Teile alle einmal haben. Damit wir gegebenenfalls herausfinden, was wir damit machen können. Ist unser Inventar etwa schon wieder voll? Tatsache. Okay. Nimm mal den Körper da raus. Ich komme hier scheinbar nicht an meine Kiste. Obwohl, Moment, ich stehe ja hier daneben. Nee, die ist nicht dabei. Das wäre natürlich schön, wenn hier eine wäre. Nehmen wir die Leiche mit. Ab ins Loch damit. Da kommen wir nicht durch, okay. Oh, ich glaube, die Energie reicht nicht mehr, um das Loch zuzumachen. Nein. Habe ich befürchtet. Gut. Aber wir können eben was in die Kiste packen. Fleisch, das ganze Zeugs. Die Steine eigentlich auch. Die ganzen Sticks ebenfalls. So. Eben die Haut mitnehmen. Es ist eigentlich ganz schön makaber, wenn man sich das überlegt. Wir sprechen ja hier von menschlichen Leichen. Place for Stones, ja. Weiß noch nicht, welche Steine da genau hinkommen. Die kleinen auf jeden Fall nicht. Und wir legen uns ins Bettchen und schlafen. Einmal wieder aufstehen, damit gespeichert ist. Und dann durchlaufen lassen. Für mehr Energie. Der speichert am Ende des langen Durchlaufs auch. Das habe ich mir jetzt aber angewöhnt, einmal kurz wieder aufzustehen, da mir in der letzten Folge beim Speichern oder beim Schlafen das Spiel einmal abgestürzt ist. Da bin ich jetzt lieber ein bisschen vorsichtig. So, mal gucken, was können wir eigentlich noch herstellen? Ja, diese Dinger. Wie gesagt, wir müssen wissen, wo wir Nägel herstellen. Oder wir kaufen Nägel einfach. Das geht natürlich auch. Wir können natürlich mal gucken, ob wir die Haut und all das verkaufen können. Das müssen wir natürlich dann auch mitnehmen. Okay, offensichtlich sind die Truhen nicht übergreifend. Wie schade. Ich hatte gedacht, Bodies 1 von 1. Oh, wir müssen den noch zumachen. Ich hatte gedacht und gehofft, dass man
Material in die Kiste legt und dass die Kisten quasi untereinander verbunden sind, wie man das ja so aus manchen Spielen kennt, wo man die Sachen dann da rausnehmen kann. Das ist aber leider nicht so. Oh, und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Tja. Dann nehmen wir die Sticks. Wir nehmen mal das und das mit. Mushrooms. Na, jetzt ist eh schon voll. Und dann packen wir die Sache nämlich mal oben zum Hof. Ich glaube, dass wir die eher dort brauchen. Moment. Ist ja nicht gesagt. Doch, ist so. Ist so. Wenn wir gerade noch Energie haben. Der war nämlich eh schon fast fertig. So. Wieso war dieses hier minus 3 und dieses minus 1? Das verstehe ich nicht. Die sind ja beide eigentlich vom Zustand gleich. Scheint noch ein Unterschied zu sein. Die alten Fußspuren sieht man hier übrigens auch noch. So, an diese Kiste wollte ich. Das Holz kommt hier rein. Das Mehl und die Pilze. So, und den Rest gucken wir mal, ob wir den irgendwo verkaufen können. Und wir müssen zusehen, dass wir das Fleisch loswerden. Das bringt mit Sicherheit ein bisschen mehr Geld als die ja, Begräbniszertifikate. Davon haben wir aber auch schon wieder 2. Das heißt, 3 Silber sind uns sicher. Dann wollen wir mal rübergehen in die Stadt. Nein, ins Dorf. Ins Dorf, Entschuldigung. So, was ist das hier für ein Tag? Ich denke mal, dass vielleicht auch noch Mouse-Over-Informationen dazukommen. Dass man vielleicht was über diese Tage erfährt. Ansonsten, naja, muss man sich halt an die Symbolik halten, aber Namen dafür zu haben, wäre schon schön. Ist zumindest meine Meinung. Da liegt so ein rotes Tuch, muss ich da irgendwas... Nee, hätte ja sein können, dass ich da was machen kann. Ist nur Deko. Und die Grafik ist so schön, ehrlich. Das ist ganz, ganz tolle Pixelart. Habe ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon gesagt. Selten so gute Pixelart gesehen. It's good you know how to use a sword. Kretzwold told me about how you helped him. Also, der Schmied hat ihm berichtet, dass wir ihm geholfen haben. Hier, ein Bier aufs Haus. Sehr schön, dankeschön. Und natürlich auch die Aufgabe erledigt. Ask about the garden. Ah, ich habe einen verlassenen Garten neben dem Friedhof gesehen. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Ach, der Garten. Ah, der gehörte mal dem Händler. Ist vom Händler eingezogen worden, um einige Schulden zu begleichen. Und er findet niemand, der davon Nutzen machen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis geben, den Garten zu nutzen. Wer sonst würde auf die Idee kommen oder zustimmen, neben dem Friedhof Pflanzen wachsen zu lassen? Blueprint, empty garden bed. Okay, wir können also jetzt Pflanzen anlegen. Keep listening. Sounds great. Aber du musst immer noch zum Händler gehen. Es ist sein Eigentum. Okay, na gut. Es ist, um genau zu sein, nicht wirklich in Ordnung, die Erlaubnis zu geben ohne seine Zustimmung. Aber ich denke, er wird damit, es wird schon in Ordnung für ihn sein. Und die Details kannst du mit ihm ja später noch besprechen. Alles klar. Ja, ja, sicher. Ich unterhalte mich mit ihm. Mit dem Händler sprechen. Der Händler kommt immer an diesem Tag. Dem gehört die Scheune südlich der Taverne. Okay, ist nicht heute sogar dieser Tag. Handeln wir eben, geben die beiden Zertifikate ab. Und, ja. Das ist das Bier, das wir bekommen haben. Wir kaufen auch nichts anderes jetzt. Erstmal Geld sparen. Und es ist der Tag. Nee, es ist dieser Tag, der gemeint war. Können wir auch nochmal nachsehen. Merchant, wo ist er? Ja, und es wird jetzt immer länger, diese Liste. Den kennen wir noch nicht, also steht es auch nicht eingetragen. Jetzt, da muss ich nochmal gucken, weil ich habe es jetzt an diesem Tag. Okay, ich sag mal an diesem Quake-Symbol. Sieht fast aus wie das Symbol von dem Spiel. Und das kann dann nur diese Scheune sein. Okay. 1, 2, 3 in 4 Tagen. Was haben wir noch für Aufgaben in der Nähe? Schau mal gerade. Mhm. Astrologen.
Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um das Fleisch. Ich würde gerne das Fleisch. Heute kommt der Inquisitor. Könnten wir mit dem ja nochmal reden. Sollten wir für den noch was machen? Nee. Eine spezielle Aufgabe haben wir jetzt nicht von dem. Wie viele Punkte können wir denn momentan einsetzen? Oh, nicht viele. Okay. Moment, halt. Natur. Ah, Bienenwachs und Honig. Decay, Peat und Maggot. Das sind Maden. Master Gathering ist das hier. Dann können wir auch diese roten Pilze ernten. Und dann sind wir, kriegen wir sogar einen Perk Master Gatherer, Master Sammler. Okay, komm, zurück. Wobei mir fällt eine Sache ein. Wir könnten natürlich nochmal zurückgehen und mit dem Schmied reden. Und den mal fragen, wie das mit den Erzen ist. Weil vielleicht ist das der Einstieg dazu, zu erfahren, wie wir dann ja selber Blacksmithing machen können. Weil wir wissen ja hier, das Ganze ist ja noch frei, nicht, also es ist noch nicht entdeckt worden von uns. Und das müssen wir uns erst freischalten. Aber hier beim Sammeln, irgendwo, lasst mich schauen, beim Building, da ist Mining. So. Und dann können wir halt eben Eisenerz und Kohle finden. Und einen Ore-Cutter bekommen. Und dann können wir daraus sicherlich, wenn wir Eisen schon kriegen, irgendwann Nägel machen. Und diese einfachen Einzelteile. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal mit dem Schmied sprechen. Ich glaube, dass der uns das beibringen kann. Ist zumindest meine Hoffnung. Unsere Energie ist voll. Das heißt, welchen besseren Zeitpunkt gäbe es, um dort mal eben hinzugehen. Oh, da ist übrigens der Inquisitor. Der geht schon wieder. Der möchte jetzt auch nicht mit uns reden. Okay, dann eben nicht. Dann am nächsten Tag. Hallo Schmied. Wo gibt's Eisen? Ich würde gerne mit Metall arbeiten. Wo kann ich ein bisschen Erz finden? Du kannst Metallerze eben in der Sumpferde finden. Es gibt einen riesigen Sumpf zum Westen, direkt über den Fluss. Ich habe dort früher Erz gesammelt, bevor die Brücke zusammengebrochen ist. Okay. Gut. War klar, dass wir das jetzt kriegen. Sollen wir noch was handeln? Soll ich noch ein paar Nägel kaufen? Wie viele haben wir denn? 20. Nein, wir haben einen. Also vielleicht sollten wir welche kaufen. Boah, die sind aber auch teuer. Ich lasse es sein. Gut. Was man sich alles merken muss. Jetzt müssen wir westlich gehen. Das ist diese Richtung. Und zur... Nehmen wir das doch mit hier eben. Freut er sich vielleicht auch. Und wir kriegen die dringend benötigten Punkte, um was lernen zu können. Wenn die Brücke tatsächlich kaputt ist, dann kommen wir da wahrscheinlich gar nicht drüber. Dann müssen wir die bestimmt reparieren und das ist ja eine Mechanik, die man auch in diesen Spielen kennt. Zum Beispiel als Vergleich Stardew Valley, wo man ja durchaus Gebiete hat, die erst später freigeschaltet werden, indem man dort Brücken repariert für Geld. Hier wird das mit Sicherheit auch mit Rohstoffen zusammenhängen. Wir gehen mal gucken. Wir müssen ja jetzt eh hier lang.
Und wir waren noch nie hier. Ah, alles klar. Hier ist die Brücke. Reparieren. 12 Nägel. Und eine Wooden Plank. Das könnten wir relativ einfach machen. Die Flitsch haben wir schon. 12 Nägel. Ja, 12 Nägel. Hätte ich mal Nägel gekauft. Da müssen wir noch ein paar Leichen für vergraben. Wir kriegen von unserem Geld nicht die 12 Nägel zusammen. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich noch ein Grab verschönern kann. Hier, da müssen wir erst die Dinger für haben. Dann machen wir die schäbigen erstmal. Wie gesagt, auch Arbeit bringt alles Punkte. Nichts, was wir tun, ist umsonst. Nee, das hat gar keine Punkte gegeben. Schade. Schade. Aber der gesamte Friedhof wird schöner und das ist ja auch wichtig. So, und jetzt haben wir keine Reparaturkits mehr. Das heißt, das kriegen wir schon gar nicht mehr komplett fertig. Müssen wir dringend neue finden. Lass mich mal daran. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Okay, gut. Wisst, was das heißt. Zurück. Eigentlich müsste der Esel auch bald mal kommen und die neue Leiche bringen, oder? Es ist doch schon längst ein neuer Tag angebrochen. Der hat doch gesagt, dass er jeden Tag kommt und eine neue Leiche bringt. So, das ist die Schmiede, die wir bauen können. Dafür brauchen wir Steinteile, die haben wir. Ja, oder da haben wir schon ein paar von. Und natürlich simple Eisenteile, die müssen wir uns auch kaufen erst. Die können wir wahrscheinlich erst später dann herstellen. Yard Space, erweitern. Stockpile, okay, hier ist erstmal nichts Neues. Wooden Gravestone. Ich stelle mal einen her. Sind da die letzten Nägel, die sind weg. Aber wir können ein Grab verschönern. So, welches Werkzeug müssen wir am ehesten benutzen? Das scheint die Schaufel zu sein, dann werden wir die mal schärfen. Und dann würde ich sagen, ab ins Bett. Was können wir hier eigentlich machen? Wir können kochen, natürlich. Das haben wir uns doch gar nicht angesehen. Ach, schau mal an. Wir könnten das Miet, was wir haben... Das wollte ich gar nicht. Ich muss es doch irgendwie abbrechen können. Ja gut, jetzt mache ich es einmal. So, jetzt haben wir halt... Sliced Meat. Aber wir haben keinen Stempel drauf. Einmal schlafen gehen. Wieder aufstehen und weiter schlafen. Ich liebe das Spiel, ganz ehrlich jetzt schon. Es ist so viel zu tun, so viele Details, so viele Mechaniken und so schlechtes Wetter. Das kann man doch nur lieben, oder? Ganz ehrlich. Es ist wunderbar. Wir haben gar nicht geguckt, wo wir das Zeug loswerden. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Okay, passt auf. Gartenzertifikat. Das packe ich mal in die Kiste. Zusammen. Nee, das Fleisch nehme ich mit. Ich will ja das Fleisch loswerden. Die Sticks packen wir rüber. Und der Regen hat schon aufgehört. Sehr gut. Die Glocke hat noch nicht gebimmelt. Es darf noch keine neue Leiche da sein. Oh doch, es ist eine da. Habe ich nicht gehört, das Bimmeln. Vielleicht hört man es im Haus nicht. Ey, der legt immer die Leiche hier. So. Ja, komm. Dringend rausfinden, wo wir das Fleisch herbekommen. Ja, wo wir den Fleischstempel herbekommen. So, mitnehmen. Energie reicht auch noch zum Begraben. Und da ist der Bischof schon wieder.
Gucken wir mal, was Neues hat. Nein. Hat er nicht. Was ist das denn da für eine Baustelle? Lesen. Dieser Bereich ist aufgrund eines uralten Fluches geschlossen. Bitte konsultiere den Inquisitor für mehr Informationen. Okay. Kriegen wir hier verfluchtes Holz? Oh, habt ihr das gesehen? Schaut euch das mal an, wie viele Naturplümpels hier davon rausfallen. Das ist aber richtig viel. Es wäre eine Schande, nicht weiterzumachen. An die können wir noch nicht fällen. Die Energie ist leer. Wer hätte es gedacht? Gut, dann machen wir an dieser Stelle mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind immer noch im Angespielt. Bitte denkt daran, wir werden dieses Spiel nicht bis zum Umfallen spielen, sondern noch ein paar Folgen einfach mal reinschauen weiter. Und ich denke mal, dass es hierzu irgendwann auch ein Kurz-Let's Play oder vielleicht sogar ein richtiges Let's Play gibt. Das kann sehr gut passieren. Das hängt natürlich davon ab, wie es euch gefällt, ob ihr Spaß habt, ob ihr diese Folgen schauen mögt bei mir. Und ja, wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen für ein Let's Play immer gut. Das muss ich auch mal ganz offen sagen. So, da ist eine neue Leiche gekommen. Diesmal habe ich die Glocke auch gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.